Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Digital Talk zum Thema Chip Shortage, Herausforderungen für das Supply Chain Management. Sehr herzlich begrüßen oder besonders begrüßen möchte ich heute unsere Panel-Teilnehmer. Da sind Herr Jens Gambert, CEO von Sourceability, Dr. Florian von Baum von Pinsent Mason und Jürgen Michels von der Bayerischen Landesbank. Durch die nächsten 90 Minuten wird Sie führen unser Sektor-Head Technology, IT und Telekoms, das ist der Kai Latuszek. Er wird Ihnen die Panel-Teilnehmer auch noch persönlich vorstellen. Die Chipindustrie ist immer schon sehr, sehr hochzyklisch gewesen, von Anfang an quasi der Inbegriff von Qualität. Und da gibt es selten Phasen, in denen Angebot und Nachfrage im Gleichklang sind. Meistens gab es entweder ein Überangebot oder eine Übernachfrage. Und ganz zur Zeit, ganz aktuell, haben wir wieder eine Übernachfrage. Die Chipindustrie wächst sehr dramatisch zurzeit. Also das Marktvolumen in 2021 weltweit betrug an Mikroprozessoren rund 500 Milliarden US-Dollar. Und bis zum Ende des Jahrzehnts soll das Marktvolumen wachsen auf über 1 Billion US-Dollar. Dabei verursachen die Chips nicht nur Störungen in Lieferketten, sondern zusätzlich haben sie selber auch eine sehr, sehr komplexe, ineinander verwobene und international arbeitsteilige Lieferkette. Das geht los mit bestimmten Chemikalien, Silizium beispielsweise, geht weiter über Chip Design, über Wafer-Produktion bis hin zu den Fabriken, gerne Fabs genannt. Und einer solchen Fabrik kann bis zu 20 Milliarden US-Dollar kosten. Hinzu kommt, dass die Fabriken nicht nur immer teurer werden, sondern dass je Produktlinie, je Chip, umso höher entwickelt dieser Chip ist, umso teurer wird das. Die neueste Technologie, 5-Nanometer-Technologie, ist in der Produktion oder in der Produktionsstraße fünfmal so teuer wie beispielsweise die 28-Nanometer-Technologie. Das heißt, die Chipproduktion ist sehr verwoben, sehr heterogen und sehr, sehr kapitalintensiv. Und daraus kann man natürlich ableiten, dass es sehr inflexibel ist, die Chipproduktion entsprechend zu erhöhen. Hinzu kommt, dass 60% der weltweiten Chips in Südkorea oder insbesondere in Taiwan produziert werden. Das führt zu besonderen geopolitischen Verunsicherungen, wie wir alle wissen. In der EU zur Jahrtausendwende rund 20% aller Chips produziert. Und bis zur Finanzkrise 2009, 2010 ist der Produktionsanteil auf rund 10% gefallen. Die EU hat erstmalig 2013 versucht, die Chipproduktion zu stimulieren, aber sie verharrt weiterhin auf dem Niveau von 10%. Und so wurde am 8. Februar diesen Jahres, also vor wenigen Tagen, der CHIPS Act erlassen und Ziel ist es dort nochmal über 43 Milliarden an Investitionen in Europa zu mobilisieren in die Chipproduktion. Der oder das amerikanische des CHIPS Acts ist nochmal deutlich größer im Volumen und allein der Weltmarktführer, das ist die TSMC, möchte in den nächsten 3 Jahren rund 100 Milliarden Dollar in die Chipproduktion investieren. Bis das aber Wirkung zeigt, wird es eine Zeit lang dauern. Zurzeit liegen die Lead Times, das heißt die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung eines Chips im Durchschnitt so bei über 25 Wochen. Noch Ende 2010 waren das nur, Ende 2020 waren das nur 10 Wochen. Das hat sich also mehr als zweieinhalbfacht. Und Käufer dazu bewogen, nicht nur die Chips zu ordern, die sie tatsächlich brauchen, sondern eine eigene Lagerhaltung aufzubauen. Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage, danach haben 55% aller Chipkäufer geantwortet, dass sie die Ordervolumen verdoppelt haben, um eine eigene Lagerhaltung aufzubauen. Und das führt natürlich zusätzlich nochmal zu temporärer Chipknappheit. Lieferkettenprobleme sind zurzeit aktuellen Reporting Season der am meisten genannte Grund für Gewinnwarnungen. Und innerhalb der Lieferkettenprobleme ist es insbesondere die Chip Shortage, die dort am häufigsten genannt wird. Wir möchten mit Ihnen in den nächsten 90 Minuten
diskutieren und im Panel diskutieren lassen und Informationen geben zu der Frage, wie konnte es so weit kommen. Wir wagen auch einen Ausblick, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wir wollen auch aufzeigen, was Sie dagegen tun können, wie Sie gewisse Risiken mitigieren können, real, physisch oder auch juristisch. Und ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Diskussion, auf einen kurzweiligen Vortrag. Und ich übergebe an den Kai Latussek. Ja, vielen Dank, Johannes. Auch mich freut es sehr, heute unsere Veranstaltung, den Digital Talk, moderieren zu können. Ganz kurz zu meiner Person, Kai Latussek. Ich bin seit über 23 Jahren für die BayernLB tätig in verschiedensten Funktionen und verantworte im Bereich Firmenkundengeschäft unseren Sektor zukünftige Technologien IT und Telekom. Bevor wir jetzt unsere Panel-Teilnehmer auch vorstellen, ganz kleiner organisatorischer Hinweis. Also Sie können während unserer Veranstaltung Fragen in den Chat stellen oder diese auch später dann noch in unserer Q&A-Session adressieren. Dafür einfach dann im Stream rechts den Button eine Frage stellen anklicken und wir werden sie dann innerhalb der Veranstaltung beantworten oder dann auch im Nachgang bilateral an Sie adressieren. Und ansonsten, Sie können auch unseren Screen noch etwas vergrößern, da einfach auf Vollansicht klicken. Unsere Panel-Teilnehmer sind, wie schon ganz kurz von Johannes Anschott erwähnt, Jens Gamper. Jens Gamper ist Gründer und CEO der Sourceability LLC, ein Tochterunternehmen der Firma Zollner Elektronik AG. Jens Gamper ist seit 1983 in der Elektronikbranche tätig. Er gründete 2015 die Firma, die heute über 300 Mitarbeiter an 19 Standorten beschäftigt, weltweit. Ihr Ziel, die Digitalisierung der Supply Chain Finance, um die es ja heute im Wesentlichen auch mitgeht. 2018 wurde Source Engine zusätzlich gelauncht. Das ist der erste unabhängige Marktplatz für elektronische Bauteile. Sourceability als weltweit Technologieunternehmen hat sich auf den Vertrieb elektronischer Komponenten spezialisiert. Rückgrat des Unternehmens sind Innovation, Qualität und Logistik. Die Vertriebszentren in Singapur, Hongkong und auch in Miami ermöglichen es der Sourceability zusammen mit den regionalen Niederlassungen ganz nah am Kunden zu agieren und genau da auch die Bedürfnisse der Kunden wahrzunehmen und zu erkennen, die ganz wichtig für ihre Lieferketten sind. Vor der Gründung von Sourceability hat Jens Gamper verschiedene Führungspositionen in globalen Unternehmen inne gehabt, darunter Tech Data, CE Global Sourcing und Advanced MP. Stuttgart. Als anderen Teilnehmer heute darf ich begrüßen Dr. Florian von Baum. Herzliches Willkommen auch an Sie. Sie sind Partner bei Vincent Masons. Sie leiten als Sektorhead den globalen Sektor Technology, Science und Industry. Als promovierter Jurist starteten Sie 1996 bei Hess & Partner und wechselten 2000 zu Proback Hill & Dorr und 2004 zu WilmerHale und 2006 zur MLO, bevor Sie 2021 dann zu Vincent Masons wechselten. Vincent Masons ist eine multinationale Anwaltskanzlei mit 27 Büros weltweit auf 4 Kontinenten und zusätzlich 1600 Anwälten weltweit. In Deutschland verfügt die Kanzlei über 3 Standorte in München, Düsseldorf und Frankfurt und steht für umfassende Beratungen in den Sektoren Energie, Financials, Real Estate, Infrastruktur, Technology, Life Science und Healthcare. Zu den Mandanten gehören die größten internationalen Konzerne, Banken, Versicherungen, Technologieführer sowie Regierungen, aber auch NGOs. Die Kanzlei versteht sich als Professional Service Provider with Law at its core, die über die klassische rechtliche Beratung innovative Beratungsmodelle anbietet, sowie zum Beispiel Flexible Sourcing, Legal Project Management oder angrenzende Leistungen wie Cyber Consulting oder forensische Leistungen. Und als dritten Teil
Heute der Kollege Dr. Jürgen Michels. Jürgen, du bist seit Oktober 2013 Chefvolkswirt und Leiter Research bei uns in der Bayern LB. Vor deinem Start bei der Bayern LB arbeitest du bei der City Group in London sowie bei Saal Oppenheimer in Köln und warst am Institut für internationale Wirtschaftspolitik der Universität Bonn tätig. Jürgen Michels studierte Volkswirtschaft an der Universität Bonn. Er promovierte mit einer Arbeit über Zentralbankenstrategien an der Universität Frankfurt. So, Jürgen, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben und uns abholen. Wo stehen wir mit dem Thema Chipknappheit? Ja, was waren so die Auslöser, die nun mittlerweile seit Monaten schon andauern? Was waren die Ursachen? Und ist das jetzt wirklich rein pandemiebedingt? Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, von der volkswirtschaftlichen Ebene zum einen einzuschätzen, aber auch die Expertise, die wir hier im Research, besonders auch durch meinen Kollegen Miraji Othman, nochmal zum Sektor selber auch haben. Wenn man mal sich anschaut, was passiert, wie kommt so eine Knappheit zustande, dann haben wir erstmal zwei Komponenten. Das eine ist das Angebot, das andere ist die Nachfrage. Und wenn man die Angebote anschaut, da werden wir sicherlich heute noch viel drüber sprechen, dann ist es nicht nur pandemiebedingt, sondern es hat auch schon politische Gründe, die ins Jahr 2020 zurückgehen. Damals hat man noch die Trump-Administration, die ihren Unternehmen mehr oder weniger gesagt hat, ihr dürft aus bestimmten, insbesondere aus China, bestimmte Produkte nicht mehr, gerade die Semiconductors nicht mehr einführen. Dadurch, wir haben es vorhin von Johannes Anschott schon gehört, ist so eine Industrie dann natürlich ins Straucheln gekommen, weil so schnell kann man dann auch Kapazitäten nicht einfach von einem Ort zum anderen bringen. Dann haben wir durchaus auch Shortages gehabt auf der Produktionsseite, die mit Energieengpässen zu tun hatten. Und es gab sicherlich auch hier ganz klar pandemiebedingte Einschläge, die zum einen dann bei den eigentlichen Herstellern zu sehen waren, aber auch bei den Transportwegen haben wir durchaus einige Verknüpfungen bzw. einige Probleme gehabt und die haben sich weiter kumuliert. Gleichzeitig haben wir auf der Nachfrageseite während der Pandemie zunächst mal wenig Nachfrage gehabt, was die klassischen Abnehmer anging, aber dieser Bewegung, wenn man aber die Automobilindustrie zum Beispiel, was aber dann gleichzeitig gelaufen ist, war natürlich dann der Switch Richtung Homeoffice und dort wurden auf einmal sehr viele Tablets, PCs und anderes nachgefragt, die entsprechend dann hier auch die Nachfrage nach oben katapultiert haben. Es gab zusätzlich nochmal einige logische Sprünge, wo gerade dann auch die Chips der neuesten Technologie gefragt wurden, ob das jetzt die 5G-Entwicklungen sind, die zwischendurch dann sowohl in der Infrastruktur als auch in den Endgeräten live gegangen sind. Das heißt also auch hier von der Nachfrageseite gab es einen extremen Schub, der nochmal zusätzlich dann 2021 dadurch verstärkt wurde, dass dann in vielen Ländern auch die Industrie wieder angelaufen ist und dann hier klassische Abnehmer beziehungsweise auch zunehmende Abnehmer der Produkte aus der Automobilindustrie dazu kamen. Und dann gibt es natürlich, wenn man sich solche Shortages normalerweise anschaut, zwei Wirkungskanäle, wie sich das auswirken kann. Das eine wäre über höhere Preise und das andere wäre der Fakt, dass einfach die nachfolgenden Abnehmer nicht weiter produzieren können. Ich glaube, hier auf der Chip-Seite sehen wir es verstärkt, auch wenn die Preise nach oben gegangen sind. Das hat man bei den wenigsten Endprodukten, wo es eine große Rolle spielt. Wir haben hier wirklich das Knappheitsproblem, was dann dazu geführt hat, dass wir in vielen Branchen, in vielen Sektoren dann auch viele Aufträge haben, die aber letztendlich nicht abgebaut werden können. Zum Beispiel, Zahlen wurden jetzt vor kurzem rausgegeben, in Deutschland hat jetzt die Industrie einen Auftragseingang, der für 7,7 Monate volle Auslastung generieren würde. Und das ist ein neuer Rekord. Und da, glaube ich, haben wir über die Zeit jetzt vieles aufgebaut. Derzeit sieht einiges danach aus, dass wir, glaube ich, die Spitze gesehen haben. Aber ich freue mich jetzt gleich auch mit Diskutanten, den Panelisten, hier die ein oder andere Frage nochmal im Detail einzugehen. Aber ich denke mal so als Setting the Scene, dass wir von da aus vielleicht ganz gut starten können.
Vielen Dank, Jürgen. Ja, Herr Gamper, nach Ihrer Einschätzung, welche Branchen oder Marktteilnehmer sind denn für die Chipknappheit denn von besonderer Relevanz in Ihrer Einschätzung? Also wir sehen ja die Verknappung über viele Industrien hinweg. Es ist jetzt nicht nur eine, sondern es sind sehr, sehr viele Industrien betroffen. Am meisten sind natürlich die Industrien betroffen, die einen längeren Planungs- und Produktionszyklus haben, die etwas länger brauchen, bis sie Produkte verändern können und dann auch entsprechend, wie lang die Lebenszyklen dieser Produkte sind. Es wird immer wieder von der Automotive-Industrie gesprochen und ich denke, das ist auch, weil die Automotive-Industrie dort, wo sie denn ist, und Deutschland ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, auch einen großen Teil der Economy mitträgt. Und insofern hat man natürlich da ein Spotlight. Aber wenn Sie heute etwas in einem Auto verändern wollen, dann geht es halt auch nicht in 4 Wochen oder in 6 Wochen. Und deshalb sind diese Industrien momentan besonders betroffen. Aber es gibt auch andere Industrien, wo man denken würde, da ist die Elektronik eigentlich erst an zweiter Stelle. Und auch da sehen wir massive Lieferprobleme. Also ich kann sagen, meine Frau hat einen Liebherr-Kühlschrank gestern bestellt und den bekommen wir jetzt im April 23 geliefert. Also das habe ich noch nie erlebt, dass man für einen Kühlschrank dann mehr als ein Jahr warten muss, bis der ausgeliefert wird. Ja, sehr, sehr anschauliche Beispiele, die wir tagtäglich auch wirklich sehen. Herr von Baum, an Sie die Frage und auch daran an den Ausführungen von Herrn Gamper anknüpfend. Wie schätzen Sie die unterschiedlich relevante Betroffenheit dann auf der einen Seite zwischen dem, sagen wir mal, Tier 1 Supplier und auf der anderen Seite gerade die großen OEMs, die ja beispielhaft nochmal ein, also ich habe mal ein Beispiel noch rausgesucht aus 2021. Wir hatten ja schon davon gehört, dass die Betroffenheit im Automobilsektor sehr hoch war. VW allein in Wolfsburg hat ca. 330.000 in 2021 nicht bauen können, weil einfach elektronische Bauteile gefehlt haben. Ja, grüß Gott also von meiner Seite auch und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Vielleicht fragen sich manche, was macht jetzt der Anwalt, was macht der Jurist hier? Das hat natürlich sehr oft einen vertraglichen und deswegen dann auch juristischen Hintergrund. Und wir haben bei Vincent Masons dafür eine extra Taskforce auch gebildet, wo wir also die unterschiedlichen Player in der Lieferkette dann auch beraten in solchen, sagen wir mal, Projekten und Auseinandersetzungen und Prozessen, wie man mit der Krise umgeht. Und deswegen können wir da auch ganz gut, glaube ich, die unterschiedlichen Betroffenheiten auf den jeweiligen Lieferkettenstufen auch einschätzen. Es wurde ja schon genannt, wenn man jetzt mal die Automotive-Lieferkette mal ganz, ganz grob runtergeht, von den OEMs anfangen, dann die Tier-1-Supplier, die auf der ersten Stufe stehen und dann die Chip-Hersteller dahinter, da lasse ich jetzt ganz viel weg. Das ist natürlich granularer, ich lasse auch mal die Distributoren weg. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann kann man schon sagen, die OEMs sind natürlich, weil sie an der Front stehen, als erstes von der Knappheit betroffen. Es gibt eine Reihe von Fällen, wo wir Bandstillstände sehen, natürlich erhebliche Umsatzausfälle. Wir sehen aber auch teilweise hier und da ganz fantasievolle Ausweichmaßnahmen. Also in einem Fall, das war auch in der Presse, Stellantis hat ja plötzlich von digitalen Displays auf analoge Displays umgestellt. Tesla, habe ich neulich gelesen, verbaut einfach weniger Chips, wo das dann enden wird. Wir sehen die deutschen OEMs, die sich mehr und mehr natürlich dann auf das Luxussegment fokussieren, weil sie da höhere Margen haben, sodass man vielleicht sogar hier und da sagen kann, dass die deutsche Autoindustrie gegebenenfalls dann auch mit einem blauen Auge davonkommt. Aber was ist jetzt in juristisch-kommerzieller Hinsicht los? Also wir sehen natürlich, dass es unglaublich viele Aktivitäten gibt, diese Krise irgendwie prozedural zu lösen, in ganz enger Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Playern. Man muss sich natürlich dann auch gerade die Automobilindustrie entscheiden, wie gehen wir denn jetzt mit Preiserhöhungen in der Lieferkette um? Wie sieht es jetzt mit den Schäden aus, die sich dadurch jetzt im letzten Jahr ergeben haben?
sind wir bereit, diese Schäden dann auch weiterzureichen in Form von Schadenersatz oder Vertragsstrafen in die Supply Chain. Bei den Zulieferern auf der ersten Stufe, die kriege ich dann als erstes mit und die Risiken natürlich extrem hoch, auch aufgrund der wirklich erheblichen Abhängigkeit von den OEMs. Wir sehen da auch in den vertraglichen Regelungen ein sehr viel strengeres Regime, was jetzt Lieferverpflichtungen angeht, aber auch was Schadenersatzansprüche oder Haftung angeht, wenn Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Und das wird natürlich dann besonders relevant, wenn die Tier-1-Lieferanten nicht in der Lage sind, diese Dinge auch an ihre eigene Lieferkette, an ihre eigenen Sublieferanten, vor allem dann auch an die Chiphersteller weiterzugeben. Und das ist also eine ganz unangenehme Sandwich-Position, in die dann kommen. Da sehen wir dann aber auch in den vertraglichen Regelungen sehr viel laxere Vorschriften und sehr viel, sagen wir mal, Unklarheiten und auch etwas laxere Vorschriften, was jetzt Haftung und Lieferverpflichtungen angeht. Auf der anderen Seite sehen wir genauso, dass auch das Commitment der Tier-1-Supplier an die Chip-Hersteller in der Vergangenheit nicht so gegeben war und daher ist, nennen wir es jetzt Loyalität oder wie auch immer, die zumindest der Wille der Chip-Hersteller, sich auf die allein auf die Automobilindustrie zu konzentrieren, natürlich auch eher gering. Und erinnern wir uns zurück, und Herr Michels hat das gerade schon gesagt, zu Beginn der Pandemie sind die Aufträge von 100 auf 0 runtergefahren worden in wenigen Tagen. Und natürlich haben sich die Chip-Hersteller dann andere Märkte und die auch durch die Pandemie dann verstärkt im Telekom-Bereich, im Medizinbereich, im Healthcare-Bereich. Und das sind Märkte, wo auch die Margen üblicherweise etwas höher sind. Und als dann die Produktion wieder hochgegangen ist, da kam es dann plötzlich zur Knappheit, ganz gesagt. Und da sehen wir natürlich heute die besseren Karten eindeutig bei den Chip-Herstellern, die jetzt auch mit erheblichen Preiserhöhungen agieren. Dankeschön. Jürgen, welche volkswirtschaftlichen Folgen resultieren denn jetzt nach deiner Einschätzung daraus und vielleicht auch auf die politischen Zusammenhänge? Ich glaube, es ist so aktuell, wie wir es gerade im Umfeld haben, mit Blick auf Russland und Ukraine-Themen. Vielleicht kannst du auf diese Seite nochmal mit eingehen, bitte. Ja, vielleicht erstmal auf die volkswirtschaftlichen Faktoren. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen was gehört über die Automobilindustrie. Die ist jetzt gerade in Deutschland ein wichtiger Industriezweig. Da haben wir nicht nur keine Auslieferungen oder hohen Auftragsbestand, der nicht abgearbeitet werden kann, sondern wir haben auch Kurzarbeit, der mit reinkommt. Jetzt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Bereich kommt das jetzt nicht so groß an der eigenen Gesäßtasche an, weil wir hier immer noch die Pandemie-Programme laufen haben, die zum Teil da auch genutzt werden können. Aber generell kann das dazu führen, dass sich auch in diesen gesamten Produktionsketten, mag es ja noch bei dem OEM, kann es noch funktionieren, aber beim einen oder anderen Zulieferer wird es da vielleicht irgendwann kritisch, dass dort auch finanzielle Schiefstehen können, weil die Abnehmer halt nicht mehr da sind und man selber unter Umständen ein bisschen was vorhalten kann. Wenn man unsere Prognosen für das Jahr 2021 gesehen hat, da wären wir davon ausgegangen, dass Deutschland ein bisschen schwächer wachsen sollte als zum Beispiel Frankreich, aber insbesondere auch Spanien oder Italien, weil die dort einen höheren Konsumanteil haben, mehr personenbezogene Dienstleistungen. Wir hätten aber im Verlauf des Jahres für Deutschland eigentlich einen sehr viel höheren BIP-Verlauf gesehen. Aber das kam in Teilen deshalb einfach nicht zustande, weil hier die Produkte nicht vorhanden waren. Und da, glaube ich, sehen wir ganz klar, hier ist eine Verschiebung auch von gesamtwirtschaftlichen Zyklen zu sehen, der aufgrund dieser Entwicklung hier stattfindet. Ich denke mal, wenn man ein anderes Beispiel jetzt nehmen würde, Öl, da haben wir eher die Preiseffekte, die eine Rolle spielen. Das sehen wir derzeit noch relativ wenig. Also wir haben hier wirklich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, eher die Verschiebungen wirklich im Konjunkturzyklus. Was die politische Entwicklung angeht, und da ist jetzt sicherlich auch in dem Konflikt, der jetzt in Russland stattfindet, wo es um einige wichtige Gase gibt, die dann auch wieder als Vorprodukt für die Chipproduktion gebraucht werden, schon eine wichtige Dimension, die man hier erkennt. Und wir sehen in vielen Ländern, und der
Chip Act, da kann man gleich, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen, macht das auch deutlich, dass man versucht, seine eigenen Interessen zunehmend zu wahren und nicht irgendwo hinten runterzufallen, weil irgendwo in der Lieferkette man von einem Land, von einem Anbieter abhängig ist, mit dem man unter Umständen aus politischen Momenten gar nicht mehr zurande kommt. Das ist jetzt sicherlich aufgrund der Russland-Geschichte nochmal ein Faktor, der kurzfristig auch nochmal schlagen werden könnte. Das Wichtige in dem Zusammenhang ist aber, ich glaube, ganz klar dieses Verhältnis USA und China, wie sich das weiterentwickelt und hier sicherlich die Stellvertretergeschichte, was sich bezüglich China und Taiwan entwickelt. Sollte es dort wirklich zu Konflikten kommen, was wir jetzt aktuell nicht sehen, aber in den kommenden Jahren durchaus eine Möglichkeit ist, dass sich hier die Situation verändert, dann könnte das nochmal die gesamten globalen Wege hier neu aufstellen. Ich denke, da sieht man auch jetzt mehr und mehr von der europäischen Seite, dass man beginnt, einen China-Act zu machen, dass China nicht nur noch als Absatzmarkt gesehen wird, sondern wirklich als Competitor, dass wir hier eine andere Denkweise haben. Ich glaube, letztlich hat diese Entwicklung auf der Chip-Seite dazu beigetragen, dass wir sehr viel mehr in nationalen beziehungsweise auch wieder regional, das Beispiel EU-Grenzen denkt, um hier eine Sicherheit herzustellen. Ja, Herr Gamper, jetzt haben wir die Ausführungen hinsichtlich Regionalität auch schon gehört und geopolitische Interessen. Um das dann auch komplett einzuordnen, wo liegen Zentren der Chip-Herstellung? Ja, und vielleicht ergänzend dazu auch noch, welche Chips müssen wir denn eigentlich unterscheiden, gerade auf, mit Bezug auf die unterschiedlichen Nachfragen? Ja, also der Herr Anschott hatte das ja schon angesprochen. Es hat in den letzten 30 Jahren eine Verlagerung der Produktionen von Europa auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite von USA nach Asien stattgefunden. Und der Großteil der Chip-Produktion findet einfach heute in Asien statt und davon ein großer Teil auch in China. Was natürlich durch die Trump-Regierung in den 4 Jahren stattgefunden hat, ist, dass gewisse Tarife, Zölle erlassen wurden, dass gewisse Firmen auf Blacklisten gesetzt wurden, um Druck auszuüben an die Unternehmen in den Regionen, ob das jetzt in Europa ist oder in den USA, sich nicht so abhängig zu machen von einzelnen Ländern. Und wir sehen das schon seit 2-3 Jahren jetzt, dass die Produktionen, ein Halbleiter wird ja nicht immer nur an einem Standard produziert, sondern wir unterscheiden auch zwischen Frontend und Backend. Es kann sein, dass so ein Bauteil, bis es dann irgendwann mal verbaut wird, an 5-6 verschiedenen Produktionsstandorten gewesen ist, um dort veredelt zu werden, bis es dann letztendlich die Funktion hat, die es übernehmen soll, ob das in einem Automotive ist, in einem Computer, in einem Kühlschrank oder auch in einem Medizingerät. Und wir hören jetzt über den US-Chip Act, über den europäischen Chip Act. Ich glaube, zusammen sind die knapp 90 Milliarden. Das sind immer noch 10 Milliarden weniger als das, was alleine Taiwan Semiconductor investiert über die nächsten 3 Jahre. Ich glaube, für 2022, für dieses Jahr, haben die knapp 45 Milliarden CAPEX veranschlagt. Das zeigt mal die Dimensionen, die notwendig sind. Und ich glaube, wenn wir Firmen nehmen wie Infineon mit der Factory in Villach, die haben dort, glaube ich, 2,5 oder 3 Milliarden investiert. Das ist aus unserer Sicht auch der richtige Weg, um sich langfristig wieder ein bisschen unabhängiger zu machen, um auch auf diese geopolitischen Spannungen zu reagieren und zu sagen, wir können nicht das, was wir jetzt in den letzten 30 Jahren da alles Richtung Asien verlegt haben, wir können das alles dort belassen. Ich glaube aber, dann muss man auch unterscheiden, es gibt Komponenten im Passivbereich, was wir passive Bauelemente nennen, die in Taiwan, in Japan, in Korea verbaut werden. Und dann gibt es die Aktiven, das sind eigentlich die Herzstücke, die Prozessoren, diese FPGAs, die Rechenfunktionen übernehmen. Da ist sehr viel um Malaysia, China, Taiwan orientiert. Und dann gibt es Themen wie Sensoren, wo auch wieder europäische Firmen stärker sind, AMS Osram zum Beispiel, wo wir dann
auch wieder mehr verstärkt diese Sensoren, die wir ja brauchen, um das Driverless Driving, also dass wir Autos fahren können, ohne dass wir sie selbst lenken müssen, die auf diese Sensoren angewiesen sind, dass diese wieder mehr außerhalb von Asien entwickelt werden. Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, ist, was Trump eigentlich auch ausgelöst hat, ist dieser Wettlauf, den China jetzt angestoßen hat, eigene Produkte zu entwickeln. Also für alles, was es in der westlichen Welt gibt, können wir eigentlich davon ausgehen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren es ein Pendant in China gibt, weil da sehr, sehr hohe Investitionen getroffen werden von den chinesischen Unternehmen und der Regierung, unabhängig zu werden von europäischen oder US-Richtlinien. Okay, und wir hatten zwar jetzt schon mal von Johannes Anschott auch in seiner Begrüßung gehört, dass sich gerade diese Lead Times, die Bestellzeiten, wesentlich im Durchschnitt nach hinten geschoben haben oder verlängert haben. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen Einschätzung geben auf die unterschiedlichen Entwicklungen? Also da muss ich dem Herrn Anschott leider sagen, dass es wäre schön bei einigen Herstellern, wenn wir wirklich eine Lead Times hätten von 25 oder 30 Wochen. Es gibt Hersteller, im aktiven Bereich, auch im Speicherbereich, dort haben wir Lead Times von mehr als 52 Wochen. Das heißt, wenn Sie dort heute nicht bestellt haben, werden Sie bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres keine Bauteile bekommen. Und das ist eigentlich auch das Problem jetzt in einer Industrie wie der Automotive-Industrie, die bis 2020, bis zur Pandemie sehr just-in-time-lastig war, die kurze Vorlaufzeiten hatten, die ihre Stückzahlen gut durchgeplant haben, dann leider, muss ich sagen, Aufträge storniert oder gepusht haben. Und als die dann 2, 3 Monate später festgestellt haben, das ist alles gar nicht so schlimm, was die Absätze betrifft, und sind zurückgegangen und wollten Bestellungen platzieren, da sind die Lead Times von 20 Wochen auf 52 Wochen gestiegen. Ja, und das betrifft vor allem und wir reden da ja von den Foundries, mehr die intelligenten Produkte, die wir ja auch in Autos brauchen. Und der nächste Schritt, Sie haben von Volkswagen gesprochen, ich glaube, Volkswagen will dieses Jahr 12,2 Millionen Autos ausliefern. Meines Wissensstands können teilweise Lieferanten heute sich nur zu 10,5 Millionen Autos committen. Das heißt also, da haben wir 1,7 Millionen Unterschied in Autos, ja. Während vielleicht der Sitzhersteller, die 12,2 Millionen liefern kann, kann ein anderer, der andere Systeme liefert, nur 10,5. Also das hat schon einen riesigen Einfluss. Und ich glaube auch nicht, leider, da habe ich mich letztes Jahr verschätzt, wo ich ja gehofft hatte, dass bis Ende 2021 sich das etwas beruhigen wird. Ich glaube nicht, dass wir eine große Veränderung sehen, auch wenn wir glauben, dass es ganz sicher doppel- und dreifach platzierte Aufträge gibt. Aber ich kann da eigentlich wenig Hoffnung machen in den nächsten 6 bis 9 Monaten, dass wir dort eine große Entspannung erwarten können. Unsere Industrie ist in 2020, im Jahr der Pandemie, um 11% gestiegen. In 2021, letztes Jahr, um 25% gestiegen. Dieses Jahr werden wieder 11% Wachstum prognostiziert. Egal welche Industrie, in welcher Industrie Sie tätig sind, wenn Sie in 3 Jahren um 50% wachsen, werden Sie immer wieder auch Probleme haben, die Nachfrage entsprechend zu befriedigen. Und der Semiconductor-Markt, und das ist vom Herrn Anschott auch schon gesprochen, wird sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Ja? Und das alleine ist schon eine Herausforderung. Danke. Ja, ich glaube, umso mehr ist es ganz, ganz wichtig, auch nochmal auf die Verträge zu schauen. Herr von Baum, Sie hatten da ja auch schon einen ganz kurzen Anriss gegeben. Wenn wir jetzt noch ein Stückchen tiefer gehen, welche Auswirkungen sehen Sie denn bei der rechtlichen, juristischen Anpassung von Verträgen? Ja, oder welche Lehren sind auch mit Blick auf diese Anpassung dann in diesem Sektor zu ziehen? Mhm. Ja, das ist noch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Unternehmen momentan noch eher im Feuerlösch Modus sind und noch gar nicht die Zeit oder die haben sich jetzt um solche
Themen zu kümmern. Aber wir sehen in der Tat hier und da schon, dass auf das komme ich gleich, zumindest geben wir Empfehlungen ab, was man machen sollte. Was jedoch schon noch auf ist, dass wir momentan noch relativ wenig gerichtliche oder schiedsgerichtliche Verfahren in dem Bereich sehen. Also zumindest ist es, wie gerade die deutschen Einkäufer im Lösungsmodus sind und vielleicht, um das Bild zu bemühen, noch im gleichen Auto oder im gleichen Boot und versucht, das irgendwie partnerschaftlich noch zu lösen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch mehr und mehr Anspruchsschreiben, die jetzt von Einkaufsunternehmen, von OEMs, aber auch von Tier 1 in die Lieferkette gehen, um sich zumindest die Ansprüche vorzubehalten. Ja, und dann auf Ihre Frage zurückzukommen, was wäre ein Anpassungsbedarf oder was wären dann da so Empfehlungen? Ich glaube, das kam heute schon in einigen Stellungnahmen auch schon heraus, dass ein Grundproblem ist halt, dass Halbleiter, die Chips, die Verträge dazu nicht wirklich fit for purpose sind. Also wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man fast bei jedem Vertrag, der Liefervertrag, ein Auseinanderfallen zwischen dem Vertragswortlaut, ich gehe sehr in die Tiefe, und der Realität. Wenn wir heute Just-in-Time-Delivery haben, EDI-Bestellungen haben, Consignment-Stocks haben und ähnliche Logistikkonzepte, dann hat sich das weit von den Vertragsregelungen, die immer noch Purchase Orders sprechen, halt entfernt. Und in der Tat ist bei jeder Streitfrage erstmal tatsächlich unklar, inwieweit eigentlich eine wirkliche Lieferverpflichtung besteht. Wenn wir über Delivery Schedules reden, wenn wir über Forecasts reden, dann ist halt da wirklich die Frage, inwieweit ist das jetzt verpflichtend oder nicht. Also da tatsächlich das zu klären und sozusagen die gelebte Wirklichkeit mit dem Vertragswortlaut übereinzubekommen, das wäre schon mal ein erheblicher, die richtige Richtung. Wir werden aber auch auf der anderen Seite von den Herstellern und von den Lieferanten mehr und mehr Selbstbelieferungsvorbehalte sehen in den Verträgen. Denn in der Tat, wenn ich keine Materialien habe, wenn ich selber keine Produkte bekomme, wie soll ich die dann an meine Vertragspartner ausliefern? Also das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, das ist mehr und mehr sehen wir das auch. Wie kann sich die Autoindustrie, können sich die OEMs besser absichern? Da sehen wir jetzt was Neues, das sind sogenannte Tripartite Agreements. Das sind Verträge, mit denen OEMs versuchen, direkt mit den Chipherstellern in Verbindung zu kommen und sich einfach einen gewissen Bedarf oder einen Bestand zu sichern. Was auch jedes Mal wieder zu Diskussionen führt und was wirklich nur rudimentär geregelt ist momentan, wenn überhaupt, sind Preisanpassungsklauseln in solchen Verträgen. Das ist immer noch ein ziemliches Nebelgestochere. Und da geht es jetzt nicht nur um Produktpreisanpassungen, sondern auch um Kostenübernahmeregelungen, zum Beispiel für erhöhte Transportkosten, wenn man jetzt beispielsweise von der normalen Schiffsfracht auf Luftfracht dann umstellt. Auch das ist dann eher dann in vielen Fällen eine Frage der Marktmacht oder wer halt jetzt gerade am längeren Hebel sitzt. Force-Majeure-Klauseln, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, die sollten auch überprüft werden, ob die wirklich fit for purpose sind. Und ein Punkt, der noch überhaupt nirgendwo richtig zu sehen ist. Wir reden ja nicht über einen Totalausfall an Produkten, sondern wir sehen eigentlich nur, dass Produkte entweder zu spät kommen oder es halt schlichtweg zu wenig Produkte, Chips gibt, um die alle zu verteilen. Und das sind halt die typischen Allokationsszenarien, um die es da geht. Und die Verträge, die wir heute uns anschauen, die haben davon eigentlich relativ wenig Was macht man eigentlich in solchen Situationen? Also welcher Kunde hat dann Anspruch auf wie viel, wenn es einen solchen Überbedarf gibt? Erste Ansätze dafür gibt es. Da versuchen vor allem marktmächtige Unternehmen, sich so eine Art Preferred-Status dann in die Verträge reinzuschreiben, wenn eine solche Situation kommt, sie dann als erstes bedient werden. Also zusammenfassend, Klärung der vertraglichen Liefercommitments,
Preisanpassungsklauseln, Allokationsverfahrensregelungen und Force Majeure-Klauseln, höhere Gewaltklauseln. Das sind so die Themenfelder, die in den Verträgen am ehesten sehen. Da würde ich ganz gerne nochmal bei dem letzten Thema von Baum, die Force Majeure-Klauseln. Sind denn das dann wirklich so in Anführungszeichen die Geheimwaffen dann für die Wahrung der Lieferverpflichtungen oder Forderungen? Ja, also eher umgekehrt sehe ich die Garanten aus Majeure, also höhere Gewalt, rufen. Und am Anfang der Pandemie, da haben wir mal eine Studie gemacht, da ging es um Force Majeure und Lieferabsicherung. Die war sowohl auf unserer Webseite als auch bei Google ganz oben gestanden, weil das auch tatsächlich das Erste ist, was unsere Mandanten, wenn sie das Thema haben, dass sie in einer Lieferverpflichtung stecken, aber nicht wissen, wie sie die erfüllen sollen, dass sie sagen, ui, das ist ja irgendwie höhere Gewalt. Und da fängt es halt schon an, dass das so wie eine Art Allheilmittel gesehen wird. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann ist es das nicht. Also nochmal, ich würde eher empfehlen, dass man sich eher mal anschaut, gibt es überhaupt eine Lieferverpflichtung? Da sind die Verträge wirklich auch nur teilweise bruchstückhaft. Wenn es dann aber auf sowas ankommen würde, ja, also Force Majeure-Klauseln können da helfen, aber da kommt es auf die konkrete Formulierung an. Es gab jetzt letztes Jahr das erste deutsche Urteil tatsächlich, dass die Pandemie als ein solcher Force-Majeure-Fall grundsätzlich gewertet wurde. Also soweit sind wir zumindest schon mal, dass das gesichert ist. Aber notwendig ist natürlich auch ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesem Majeure-Fall und dann dem Lieferausfall. Und das ist halt jetzt nicht so, weil wir eine Pandemie haben, können wir nicht mehr ausliefern, sondern man muss halt genau gucken, was war denn jetzt der Grund. Ja? Also beispielsweise gab es jetzt für die Chipknappheit, da gab es ja noch ganz andere Gründe. Da gab es Winterstürme in Texas und Erdbeben und ich weiß nicht was alles. Aber natürlich pandemiebedingt auch Firmenschließungen oder Produktionsschließungen, Städtenschließungen, und wenn man diesen konkreten Zusammenhang natürlich dann feststellen kann und demonstrieren kann, dann mag das helfen. Aber auch da muss man sagen, nur weil es jetzt so einen Fall gibt, heißt es nicht, dass ich von all meinen Verpflichtungen dann befreit bin. Ich muss ja auch Vorsorge tragen, ich muss ja bestimmte Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld schon ergreifen, um solche Effekte dann möglichst auszuschließen. Wir hatten vorhin, Herr Michels hatte das erwähnt, oder das Szenario, was momentan Russland-Ukraine passiert. Auch da kriegen wir schon Anfragen, ja, ist das denn ein Force Majeure-Fall, wenn jetzt ein Unternehmen aus der Ukraine nicht liefern kann? Auch das muss man sich ja sehr genau anschauen und kann mit Sicherheit nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und letztlich, aber das ist dann wirklich ein Detail, die meisten Force Majeure-Klauseln, die beinhalten oder inkludieren nicht Sublieferanten und Konzernunternehmen. Und das ist oft ein Manko von solchen Klauseln, dass sie einfach ein bisschen zu kurz gehen. Also nochmal Empfehlung, sich die mal genau anzugucken und zu schauen, was da wirklich drin steht. Okay, danke. Herr Gamper, da jetzt anschließend an diese aufgezeigten Verschärfungen und eventuellen Vertragsanpassungen. Sehen Sie denn in dem Umfeld dann auch wirklich eine Anpassung der Bestellverhalten auf der Lieferanten- oder auch Lieferverhalten der Marktteilnehmer? Ja, absolut. Absolut. Also das ist offensichtlich natürlich, dass man auf der Lieferantenseite, also zum Beispiel auf unserer Seite, sich versucht jetzt eine größtmögliche Flexibilität zu erhalten, weil wir natürlich jetzt auch versuchen, wir sind sehr vorsichtig geworden über die Aussagen der Hersteller, die wir vertreten, weil wir es auch verstehen. Also die Pandemie hat ja auch dafür gesorgt, dass einfach, wenn wir jetzt nochmal über China reden, ganze Regionen einfach für 3 Wochen oder 4 Wochen brachgelegt wurden. Das heißt, das, was gestern noch funktioniert hat, hat für die nächsten 4 Wochen nicht mehr funktioniert und hat dazu dann auch im weiteren Lauf für Verzögerungen gesorgt. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei unseren Kunden so, die versuchen, diese Flexibilitäten eben aus den Verträgen herauszubekommen. Und was wir sehen, und das ist recht interessant, auch wenn wir nochmal über Tier 1 reden oder auch Automotive,
ich glaube, dass wenn wir, und das ist global, das trifft in Japan genauso zu wie in den USA oder in Europa. Bis vor 12 Monaten, 15 Monaten wussten die meisten Automotive-Hersteller gar nicht wirklich, welche Komponenten, also wenn wir auf die Komponentenebene gehen, in ihren Autos verbaut wurden, weil sie im Grunde genommen Applikationen gekauft haben. Die haben Bremssysteme gekauft, die haben Beleuchtungssysteme gekauft, die haben GPS und Entertainment-Systeme gekauft. Und auf einmal konnten die nicht geliefert werden, weil auf der Komponentenebene was fehlt. So. Das heißt, man beschäftigt sich wieder mehr mit den Produkten oder mit den Bauteilen, den Komponenten, die dann letztendlich das Produkt zusammenbauen. Und was wir sehen, ist, dass unsere Kunden oder generell die Verbraucher oder der von elektronischen Bauteilen, die Konsumenten, mehr Informationen kaufen. Also man macht sich schlauer, man versucht, und das ist auch das ein Teil dessen, was wir versuchen mit anderen Unternehmen zu treiben, diese Digitalisierung, diese Schaffung von Transparenz. Was hat denn ein Erdbeben in Japan für eine Auswirkung und kann ich das noch ausschließen? Oder ein Wintersturm in Texas. Das heißt, es gibt mehr und mehr Modelle, wir nennen die Predictive Analytics, wo man versucht vorherzusagen, welche, und das dann auch in Verträge zu bringen, welche Worst-Case-Szenarien haben wir denn? Also es ist ein Umbruch vorhanden. Ich begrüße es auch. Es wurde gerade erwähnt, dass sich natürlich jetzt die Unternehmen ein bisschen mehr auf der Komponentenebene drum kümmern, was sich dort entwickelt. Und ich glaube, es ist auch sehr gut für die ganzen Industrien, die viele elektronische Bauteile verbauen, dass sie den Kontakt zu den Herstellern finden, weil sie da sehr viel lernen. Also es dreht sich sehr viel, das haben wir schon gemerkt, auch um Waren von Zugriffen, um Verbesserungen auch oder Sicherung der Wettbewerbssituation. Erst kürzlich hat ja auch Brüssel der möglichen Übernahme von Siltronic hier in München eine Abfuhr erteilt, ganz vorsichtig formuliert. Das mündet letztlich auch, wir haben es schon gehört, in der Initiative der EU, in ihrem eigenen EU-Act. Ja, insgesamt sollen, ich fasse das nochmal zusammen, 43 Milliarden an öffentlichen Investitionen fließen und man möchte damit weltweit einen Marktanteil von einem Fünftel wieder gewinnen oder zumindest darauf sich erhöhen. Und das heißt allein schon bis 2030, dass das eine Verdoppelung dessen ist, was wir aktuell in Kapazitäten sehen. Ja. Zusätzlich möchte man natürlich auch ausländische Investoren für Europa attraktivieren, also Unternehmen wie Intel, TSMC oder auch Global Wafers. Daran jetzt mal mit Blick auf den EU Chip Act, ist das jetzt wirklich ein echter Game Changer oder machen wir uns da etwas vor? An wen ist die Frage gerichtet? An den Jürgen Michels. Aber Sie können gerne, Herr Gampel. Das passt schon. Ja, hier vielleicht erst noch mal, weil ich bin auch auf Ihre Einschätzung da spannend. Also ich denke, es ist zunächst mal, dass man in Europa festgestellt hat, man muss erstmal gemeinsam versuchen, da auf Tour zu gehen. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Aber die 20%, wir haben von Herrn Gampel das vorhin schon gehört, das sind Back to the Future. Man hatte mal diese Anteile und versucht, die jetzt zurückzuerobern. Und ich glaube, die ganzen Aktivitäten, die dort stattfinden, wären sicherlich zu kurz gegriffen, wenn es jetzt nur darum geht, die kurzfristigen Knappheiten zu adressieren, sondern wenn, muss das Ganze aus meiner Sicht wirklich auch eingebettet sein, ob das Designfragen sind, ob es Herstellungsfragen am Anfang sind, dass man hier dann auch die Forschung weiter nach vorne treibt. Und da, glaube ich, muss man schauen, dass das wirklich ein Programm ist, das hier in der Breite aufgestellt werden, dass die Universitäten, wo Europa ja zum Teil ganz gute Grundvoraussetzungen haben, dort mit eingebunden werden, dass man auf der Forschungsseite wirklich guckt, dass ja oftmals insbesondere auch in Deutschland immer wieder ein Problem, dass man diese Transfer von Forschung nicht dann in die Produktion hinbekommt, dass man diese Sachen im Prinzip überkommt. Und da ist es nicht nur eine Frage
der Milliarden, die da reingehen, sondern ich glaube, eine Haltungsfrage. Und von daher finde ich schon, dass es ein wichtiger Beitrag ist. Die Einschätzung vorhin, allein was das ein oder andere taiwanesische Unternehmen dort reingibt, da sind die 43 Milliarden nicht besonders viel, was da kommt. Was aus meiner Sicht aber auch nochmal interessant ist, ist, dass die ansonsten ja dort Staatszuwendungsregeln, die in Europa gelten, hier auch ein Stück weit gelockert werden. Das ist auch, wenn es gemeinsam gemacht wird, sicherlich eine gute Geschichte. Man muss aber aufpassen, dass das Ganze nicht dann dazu einlädt, am Ende des Tages nur einen Wettlauf innerhalb Europas, aber auch weltweit zu beginnen, wer denn die höchsten Subventionen für die Ansiedlung von bestimmten Unternehmen zahlt, weil dann wäre es am Ende des Tages ein ziemliches, ich sage jetzt mal, Verbrennen von Steuergeldern, was da stattfinden wird. Und da muss man aufpassen, dass man wirklich in, aus meiner Sicht, Innovation und neue Technologien reingeht und es nicht nur auf die Bereitstellung von jetzt notwendigen Kapazitäten. Danke, Jürgen. Aber auf die Wettbewerbsverzerrung oder eventuelle Verzerrung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Herr Gamper, Sie wollten da auch gerne ergänzen mit Blick aus den USA. Wie schauen Sie denn da drauf? Ja, wir haben ja auch einen Chip Act. Ich glaube, der ist in der gleichen Größe. Und ich habe mir die Dokumente nicht durchgelesen, Herr Dr. Michels. Ich glaube aber, und ich weiß jetzt auch nicht, ob diese 43 Milliarden letztendlich in Fördergeldern, in Cash ausgezahlt werden, ob das durch Steuerbegünstigungen stattfindet. Aber generell in einem Markt, der von 500 Milliarden auf 900 Milliarden wächst in den nächsten 8 bis 10 Jahren, wird es eine Investition von 43 Milliarden nicht tun. Aber ich denke, es ist ein gutes Signal und ich gebe dem Herrn Dr. Michels auch recht. Man hat ja das Talent. Man hat, Europa hat man auch die Ressourcen wirklich, um dort wieder zu investieren. Und ich denke, wenn man jetzt auf europäischer Ebene dort auch hilft, mehr Investitionen aus den Unternehmen heraus zu bekommen, dann ist man auf der richtigen ist die richtige Richtung, die eingeschlagen wurde. Allerdings die 43 Milliarden allein werden es nicht richten. Danke, Herr Gamper. Herr von Baum, wenn wir da gleich nochmal kurz anknüpfen und gerade das, was schon angedeutet wurde, Wettbewerbsverzerrung, eventuell, wenn jetzt sich jeder überbietet mit Subventionen oder Investitionsförderung, wie blicken Sie da drauf und sehen Sie da eventuell die Notwendigkeit, auch die Verteilungsprozesse in Rahmenbedingungen zu setzen? Ja, das ist eine gute Frage und man muss ja vielleicht erstmal sagen, also der CHIPS Act, so wie er jetzt letzte Woche oder 2 Wochen vorgestellt worden ist, ist ja noch nicht geltendes Recht, sondern das ist jetzt mal sozusagen die erste Vorstellung und das Ganze wird jetzt durch die verschiedenen Gremien gehen und Prozesse gehen und also man rechnet jetzt damit, dass es frühestens irgendwie in 12 Monaten mal was wird und ich glaube, bis dahin wird es viel Diskussionsbedarf geben. Ich glaube, ob es jetzt wirklich ein Gamechanger, das Gamechanger, das wird mittlerweile auch fast inflatorisch benutzt, alles ist irgendwie ein Gamechanger, um es besonders hervorzuheben. Ich würde auch eher die Meinung teilen, wenn man sich die anderen bestehenden Investitionsprogramme in USA, aber auch in China anschaut, dann fragt man sich schon, ist es tatsächlich ein Gamechanger? Und dann auch die Frage, ob es dann tatsächlich wettbewerbsverzerrend ist oder versuchen, irgendwie hinterherzukommen und eigentlich das Catch-up-Game, was eigentlich notwendig wäre, nicht noch schlimmer zu machen. Ich habe auch so mein Vorbehalt, aber das ist vielleicht liegt Natur der Sache, gegen solche Anlassgesetze. Es ist ein Anlassgesetz, es ist halt ein Thema, was jetzt gerade virulent ist seit 2 Jahren. Und wir machen ein Gesetz draus und versuchen, das dann sofort zu lösen. Wettbewerbsverzerrung, es gibt von der WTO, soweit ich weiß, ich bin jetzt kein internationaler Handelsrechtler, gibt es Vorbehalte vor allem gegen die Exportbeschränkungen, die es in solchen Krisensituationen geben kann. Aber da fängt schon an. Und da wird der Diskussionsbedarf sein, was sind eigentlich dann wirklich Krisensituationen? Das Gesetz legt das nicht wirklich fest und wer entscheidet das dann? Ist es dann die EU, das entscheidet? Sind das die einzelnen Mitgliedstaaten? Also wirklich viele, viele Fragen offen. Deswegen würde ich mich noch nicht mal trauen, die Frage anzusetzen, ob es jetzt wirklich verzerrend ist oder nicht. Was mich aber
noch viel mehr nervös ist, dass dieser, ich glaube, da zielt auch Ihre Frage darauf ab, dass es natürlich schon erhebliche Eingriffsrechte in privatautonome Vertragsverhältnisse gibt. Wir haben am Anfang von meinem Anschaut gehört, dass die Lieferkette, und zwar da muss ich jetzt gar nicht die Lieferkette in der Automotive-Industrie, da muss ich allein die Lieferkette in der Chip-Produktion sehen, wie fragmentiert das ist, in wie vielen verschiedenen Ländern das auch international dann aufgeteilt ist, dass ich mich schon frage, wie man eigentlich jetzt durch solche nationalen Regelungen, die solche Eingriffsrechte in Verträge dann auch beinhalten, was Unternehmen zukünftig dann tun dürfen, an wen sie ihre Produkte dann liefern sollen oder nicht, wie das privatautonom dann vonstatten geht. Das ist mit Sicherheit Neuland und ich denke, das wird wahrscheinlich auch so nicht bleiben, wie es jetzt gerade vorgestellt wurde. Zum Schluss vielleicht nur ein persönlicher Kommentar, also ob der Staat immer der beste Einkäufer ist, also das wäre ja dann auch die Folge, dass das dann in staatlich dirigiert wird, der Einkauf, das kann man auch mal vielleicht mal kritisch hinterfragen. Das ist wohl richtig, Herr von Baum. Wenn wir jetzt weiter vielleicht das Momentum nach vorn richten, Infineon hat, glaube ich, in den letzten Tagen veröffentlicht, dass sie eine Halbleiterfabrik in Malaysia jetzt errichten wollen, investieren für die Herstellung von Verbindungshalbleitern für erneuerbare Energien und E-Mobilität. Jetzt ist das sicherlich noch nicht da, dass sofort mehr Halbleiter an den Markt kommen. Aber Herr Gamperl, gibt es für manche Halbleiter oder manche Branchen auch schon eine gewisse Entwarnung? Oder wann sehen Sie Perspektive? Ich weiß, Sie haben sich schon einmal verschätzt. Und das ist sicherlich ganz, ganz schwer auch neu zu fixieren. Aber vielleicht können Sie so ein bisschen einen Ausblick in Richtung Entspannung, Normalität trotzdem wagen. Also generell ist es ja so, dass produziert wird und dass auch dieses Jahr mehr produziert wird als letztes Jahr. Das heißt, wir sind in einem Modus, wo wir versuchen, jetzt dort aufzuholen. Ich glaube auch, dass ich bei vereinzelten Herstellern, wir haben einige genannt, ich will jetzt selbst keine Namen nennen, wir sehen, dass Kapazitäten sich erweitern. Es gibt zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auch Sättigungsgrenzen durch das ganze Work from Home. Also es wurde vorhin angesprochen, Tablets, Computer. Ich denke, dort werden die Wachstumsraten nicht mehr so sein. Ein Riesenbereich war nicht so auf dem Radar, war das ganze das Zuhause, die Workout-Systems, die Fahrräder, die Spiegel, das alles, da haben sich die Kapazitäten versechsfacht. Dort sind die Zahlen, das ist interessant, das sind ja auch börsennotierte Unternehmen, die Stückzahlen am rückläufig, das heißt, es gibt Entspannungen. Aber die Entspannung heißt, ich gehe jetzt von 54 vielleicht auf 46 Wochen Lead Time. Also es wird nicht so sein, dass sich diese Situation von heute auf morgen entspannen wird. Es wird nicht mehr ganz so kritisch sein. In den nächsten 6 bis 9 Monaten wird sich es etwas entspannen. Was wir aber auch gelernt haben in unserer Branche ist, und wir hatten diese Shortages ja schon vorher, 2018 hatten wir eine MLCC-Shortage. Wir hatten Shortages im Memory-Bereich, im passiven Bereich. Normalerweise in einem gewissen Zeitraum, und ich würde den jetzt vorhersagen, irgendwo in 12 Monaten, ist es dann so, dass die Shortage so endet. Also sie kippt hinten runter. Auf einmal haben wir wieder Überbestände. Derjenige, der doppelt und dreifach für seine Produktion bestellt hat, hat auf einmal selbst nicht mehr die Wachstumsraten. Wir haben Prognosen hier in den USA, dass wir eventuell 2023 in eine Rezession gehen. Das heißt, das Wachstum wird dann eventuell auch nicht so weiterlaufen. So, und dann auf einmal wird sich das, ich werde sagen, in einem Quartal ziemlich entspannen. Aber den Zeitraum sehe ich erst in 2023. Für 2022 wird es vielleicht nicht mehr hier und da nicht mehr ganz so dramatisch sein, aber es wird sich nicht komplett entspannen. Wir hatten da ja eine Übersicht auch vorbereitet. Vielleicht können wir die aus der Regie ganz kurz einblenden. Und Herr Gamperl, dass Sie da nochmal plus 1, 2 Worte noch mit dazu
Ja, das zeigt jetzt, dass das Wachstum in den verschiedenen Bereichen im Forecast von 2021 bis 2026. Und Sie sehen ja jetzt, ich habe vorhin drüber gesprochen, über Sensoren oder Optoelectronics. Wenn Sie im Schnitt ein Wachstum haben über 5 Jahre von 10%, das ist schon, ich denke, für jede Branche schwer verdaulich. Und in diesen Bereichen, ob das jetzt im Sensorenbereich ist, aber auch bei den OSDs oder den ICs, dort finden momentan auch die größten Investitionen statt. Und wie gesagt, das gibt uns Hoffnung, dass wir irgendwann jetzt mit den Kapazitäten, die geschaffen werden, irgendwann in 2023 zumindest einigermaßen wieder eine einigermaßen Normalisierung sehen können. Danke. Nochmal eine Frage an Herrn von Baum. Können Sie denn einen Langfristausblick wagen, welche Entwicklungen da zu erwarten sind, zu Multisourcing, Direkteinkäufe oder auch Veränderungen der Lieferketten? Ja, so ein Blick in die Glaskugel. Gerne. Also was wir auf jeden Fall natürlich sehen, und das wird vielleicht dann auch in gewissem Maße langfristig durch den Chips Act und durch die heimische Produktion dann geboostet, dass wir viel mehr im Nearshoring-Bereich vielleicht dann sehen, dass wir da gewisse Umstellungen sehen. Ich glaube aber insgesamt wird es darum gehen, dass man die Lieferketten resilienter macht in vielerlei Hinsicht. Da ist das Nearshoring mit Sicherheit ein Konzept, um zumindest Transportlogistik irgendwie zu vereinfachen. Inwieweit sich das tatsächlich für den Chip-Bereich mit diesen fragmentierten Produktionsketten das, da weiß Herr Gampal vielleicht mehr zu berichten. Multisourcing, das sehen wir eigentlich heute schon. Das ist auch kartellrechtlich natürlich notwendig, gerade bei den größeren Abnehmern, dass wir versuchen, und dass wir nicht eine von einem Hersteller haben. Was wir aber auch sehen, und gerade in der Automobilindustrie, ist ein gewisses Aufbrechen der Lieferketten. Also wir sehen auf der einen Seite, dass Tier 1 Supplier auch schon in der Chip-Herstellung tätig sind, gerade bei Produkten, die für sie da lebenswichtig sind. Wir sehen aber, wenn man sich die Lieferkette dann ansieht, auch eben eine Durchbrechung. Wir sehen Direct Buys, dass die OEMs direkt bei den Chip-Herstellern einkaufen. Das ist nicht nur eine unmittelbare Reaktion jetzt auf die Krise. Das sehen wir schon länger, weil Chips jetzt eine Commodity sind, sondern tatsächlich für die Produkte eine echte Wertsteigerung auch dann bedeuten. Es gibt Directed Buy Modelle, wo so Hybridmodelle, wo sich ein OEM dann mit dem Tier 1 verabredet, dass der Tier 1 dann bei einem bestimmten Chiphersteller dann einkaufen muss. Also da wird die Lieferkette halt durchlässiger und flexibler. Ich glaube aber, dass insgesamt ein immenser Änderungsdruck auf die Inhalte und die Pflichtenkreise in der Lieferkette gerade in den nächsten 12 Monaten vonstatten gehen wird. Und zwar nicht nur wegen der Chip-Krise. Wir haben irgendwann mal das Lieferkettengesetz, was am 1. Januar 2023 dann eine Anwendung findet. Da wird es also Änderungsdruck geben, genauso wie Ambitionen der Unternehmen, die Lieferketten zu organisieren und auch in den Verträgen dann entsprechende Regimes zur Verringerung des CO2-Abdrucks, also Stichwort Scope 3-Emissionen, dann in den Verträgen zu implementieren. Also neben den ganzen Digitalisierungsthemen, die natürlich dann die Supply Chain auch betreffen, wird da noch einiges auf uns zukommen. Danke. Da würde ich ganz gerne eine Frage mal vorziehen, die uns gerade erreicht hat, und gern da ergänzend, Herr Gampel, vielleicht an Sie. Man hört, so heißt die Frage, man hört immer wieder häufiger, dass Unternehmen überlegen, eigene Chips zu entwerfen, zu designen. Ist dies realistisch und welche Branchen wären dafür eigentlich prädestiniert? Können Sie dazu was sagen? Ja.
Ja, das findet statt und das ist auch interessant, wo man auch wieder versucht zu optimieren, mehrere Funktionen in einen Chip zu entwickeln. Das ist tatsächlich ein Trend und das ist ein Trend, der durch unterschiedliche Industrien geht. Also im Medizinbereich sehen wir das. Wir sehen das aber auch im Bereich von Steuerungen, ob das jetzt im Maschinenbau ist etc., wo man sagt, man hat ja auch diese Intellectual Property, dieses Know-how, dass man sagt, man versucht sich dort Kapazitäten, man entwickelt eigene Produkte und versucht sich dann entsprechende Produktionskapazitäten zu sichern. Einer der Vorreiter in dem Bereich war zum Beispiel auch Tesla. Deshalb ist es Tesla auch gelungen, jetzt auch, wenn Tesla nicht die Stückzahlen hat, wie jetzt andere Automobilhersteller, gerade die Deutschen, recht unbeschadet durch diese Krise zu kommen und ausliefern zu können und auch Wachstum zu generieren, weil viele Applikationen Tesla-spezifisch sind und weil man sich dort halt, da muss man da nochmal von ausgehen, die haben eine andere Bewertung, wenn wir auf die Unternehmensbewertung kommen, dort ist es jetzt nicht so dramatisch, wie viel Inventory die mit sich rumschleppen. Die hatten 6 bis 9 Monate einfach Vorrat, ja, und konnten deshalb drauf anders reagieren. Das heißt, es ist ein System, es ist aber auch, da kann sich nicht jeder Illusion machen, für einen Hersteller oder einen Designer von Chips ist es immer auch verbunden mit einem gewissen Volumen, ja, dass man sagen kann, okay, wir sind dabei und helfen unseren Kunden bei dieser Entwicklung. Danke. Danke, Herr Gampel, für die Ergänzung. Jürgen, jetzt haben wir schon gehört, dass wir Kapazität bauen, die Produktion hochfahren. Da drängt sich ja förmlich auf, dass man irgendwann, wir haben es auch gehört, die Halbleiterindustrie ist zyklisch, dass wir irgendwann mal auf ein Überangebot zugehen. Wie siehst du das aus der volkswirtschaftlichen Sicht, das Risiko dafür? Herr Gampel hat ja vorhin schon die Produktionszahlen und die Angebotsausweitung sehr, sehr plastisch dargestellt. Die Frage ist jetzt, was passiert auf der Nachfrageseite? Und da haben wir sicherlich ein paar strukturelle Faktoren, wo im Rahmen jetzt gerade auch in Europa der zunehmenden Digitalisierung sicherlich große Nachfrage auch weiterhin da sein wird, auch überproportional zur wirtschaftlichen Entwicklung. Ich denke hier auch an die sicherlich weitere Ausbreitung von E-Mobilität, ja, im Vergleich auch zu Verbrennern und Hybriden entstehen da jetzt gerade auch bei den deutschen Herstellern neue Strukturen, die auch eine andere Art von Chips brauchen. Also da haben wir sicherlich Faktoren, die das nach oben treiben. Andere zwei Themen, die mir da sicherlich auf der strukturellen Seite einfallen, ist das eine, ja, Internet of Things, wo wir sicherlich hier nochmal zusätzliche Nachfrage bekommen. Jetzt ganz neu das Thema Meta-Universe und all das, was mit VR-Brillen und so weiter ausgestattet ist. Da haben wir sicherlich ganz viele Komponenten, die auch deutlich in den kommenden Jahren wachsen sollten. Und von der Seite würde ich jetzt weniger sehen, dass es den Einbruch gibt. Aber man darf hier nicht vergessen, wir haben auch eine zyklische und konjunkturelle Geschichte, wie wir ja auch zu Beginn der Pandemie gesehen haben, wenn da irgendwo was wegbricht. Und da sollte man schon im Hinterkopf haben, dass mit all dem, was jetzt gerade die Zentralbanken auf den Weg bringen, mit Zinserhöhungen und Ähnlichem, dass sich das irgendwann bemerkbar macht. Also in dem Form die volkswirtschaftliche Preisstabilität, die hat ihren Preis im Sinne, dass hier die Nachfrage irgendwann gedrückt werden soll. Und an den Stellen, das mag jetzt auch wieder die Automobilindustrie, aber vielleicht auch einiges an Konsumgütern bis hin zu dem Kühlschrank, den Herr Gampel vorhin erwähnt hat, durchschlagen, dass wir dann hier schon Richtung 24, und da gehen wir davon aus, ein deutlich schwächeres Nachfrageumfeld haben. Und dann kann es dann auch aus meiner Sicht in der Chipindustrie wieder zu einem Überangebot kommen. Vielen Dank an der Stelle an Sie drei Panel-Teilnehmer heute. Bevor ich jetzt in die Q&A-Session einsteigen werde, ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörer, Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu stellen. Die erste schon. Vielen Dank dafür. Ich würde gleich die erste Frage nochmal übernehmen. Jürgen, an dich gerichtet.
hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen. Auch von der Herr von Baum hatte schon kurz CO2-Abdruck erwähnt. Aber hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen und Recycling, vielleicht auch mit Blick auf die tatsächlich knappen Ressourcen, die dann auch eingesetzt werden müssen an Rohstoffen. Wie spielen die dazu zusammen? Also da haben wir sicherlich bei dem einen oder anderen Rohstoff ein deutliches Thema, was den CO2-Footprint angeht. Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit ja nicht nur im Sinne von CO2 zu sehen, sondern da gibt es ja dann auch noch Social- und Governance-Fragen. Und da wird es auch bei dem einen oder anderen Hersteller, jetzt nicht in der Chipindustrie selber, sondern bei den Vorprodukten, das Thema Lieferketten wurde ja schon auch von Herrn von Baum ein paar Mal angesprochen, dass es dort durchaus nochmal Veränderungen geben kann, die gerade bei der Rohstoffgewinnung nochmal zusätzliche Kosten generieren können. Das Thema Recycling selber, da gibt es so ein paar Ansätze, dass man wirklich jetzt eher hochwertige Chips, die aus irgendwelchen Produkten zurückkommen, vielleicht dann nochmal auf anderen Seiten einsetzen kann. Aber das Recycling-Thema würde ich jetzt mehr auf der Seite der Produkte sehen, als bei der Chip-Geschichte selber. Also wenn man jetzt mal die verschiedenen Hersteller auch von Mobile Phones sieht, dort gibt es ja zunehmend dann auch den Ansatz, dass man wirklich die gesamten Produkte wieder all zum Hersteller wieder zurückgibt, der dort entweder eine Wiederverwertung des Gesamtes macht, beziehungsweise mit den einzelnen Komponenten weitergeht. Also das würde ich, aber mich interessieren, wie die anderen Panelisten das sehen, eher in den Bereich der Produkt-Owner, sage ich jetzt mal, gehen und weniger auf Seiten der Chip-Industrie selber anzusiedeln ist. Möchten Sie, Herr Gamperl oder Herr von Baum, dazu? Ich kann mich den Worten eigentlich nur anschließen. Ich glaube auch, dass das immer letztendlich, denke ich, bei dem Inhaber, dem Produktowner sein wird. Es ist auch schwierig in der Lieferkette. Ich denke, im Vorlauf der Lieferkette kann das ein Hersteller gut managen. Am Ende, ich sehe nicht, dass Produkte zum zweiten Mal genutzt werden, refurbt werden. Ich denke, das Risiko ist zu groß, das Datenrisiko ist zu groß, das Risiko ist zu groß, dass die Produkte nicht funktionieren. Also ich wollte kein Produkt, das irgendwo schon mal in einem anderen Produkt war, in einem Flieger haben oder in einem Auto, selbst in einem Kühlschrank. Das sehe ich nicht. Also ich denke, die Produkte werden zurückgehen und dann muss man sich um das Thema Recycling kümmern. Okay, gut. Dann erreicht uns noch eine Frage zum Kapazitätsaufbau. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, wer darauf am besten antworten kann, Ausblick, wie viele Fabs denn im Bau sind. Hat da jemand, Herr Gamperl oder auch Herr von Baum, haben Sie da Erkenntnis oder Statistiken, die Sie gesehen haben in Studien? Nicht, was nicht auch der Presse zu entnehmen wäre, dass hier und da auch, natürlich hat man am Anfang schon sehr viel investiert wird und viel aufgebaut wird, aber da kann ich, glaube ich, wenig zu beitragen. Herr Gamperl. Ja, ich kann eigentlich nur aus der Erfahrung aus antworten, dass die Hersteller von elektronischen Bauteilen immer sehr zögerlich sind in Investitionen. Die wollen sicherstellen, dass die neuen Kapazitäten, die geschaffen werden, dann hinterher auch genutzt werden. Deshalb sehe ich keine, außer den Zahlen, die wir hören, ob das jetzt von Taiwan Semiconductor ist, von Intel, von anderen großen Unternehmen, sehe ich jetzt nicht eine breitflächige, größere Anzahl von Fabrikaufbauten. Es ist ja auch so, die meisten dieser Unternehmen sind Aktienunternehmen, die einen gewissen Shareholder-Value tragen, die viele Jahre immer wieder auch haben, wo sie suffern und die Wachstumsraten nicht haben, die nutzen das jetzt einfach auch mal, um wirklich das Maximum auch in der Bilanz entsprechend darzustellen. Also es werden weitere Kapazitäten geschaffen, aber ich denke, wenn das Wachstum so bleiben würde die nächsten 10 Jahre, hätten wir die nächsten 10 Jahre, würden wir hinterherhinken. Okay. Gut. Eine weitere Frage, die würde ich jetzt, Jürgen, vielleicht an dich stellen. Wie verschärfen Kryptowährungen die aktuelle
hat uns erreicht. Ich glaube, aktuell spielt es keine so große Rolle, aber das war sicherlich ein Thema, gerade auch im letzten Jahr, als die Preise für Kryptowährungen extrem nach oben gegangen sind. Ich glaube, es hat einen großen Nachfrage da, jetzt gerade auch nach Grafikkarten, die gerade im Mining von Bitcoin eingesetzt wurden, ausgelöst. Also da hatten wir sicherlich eine Verschärfung dieser Geschichte. Ich glaube, aktuell ist aber an der Seite eher mal eine Entlastung zu sehen. Und ich glaube, die Nachfrage hat sich ja ein Stück weit nach... Aber generell ist es sicherlich ein Thema, je mehr ich dann auch auf Kryptowährungen gehe. Und alle Zentralbanken sind ja auch dabei, das Thema Central Bank Digital Currencies nach vorne zu bringen, dass das sicherlich auch nochmal dem gesamten Prozess der Digitalisierung einen Schub geben wird. Und da vorstellen, dass hier auch nochmal eine zusätzliche Nachfragekomponente kommt. Aber bei der aktuellen Geschichte würde ich das jetzt, glaube ich, weniger sehen, als das zu Beginn dieser Knappheitsthematik im letzten Jahr der Fall war. Ich glaube auch, dass die Ressourcen, die in der Pandemie geschaffen wurden für Cloud Computing, Work from Home, ein Vielfaches von dem waren, was sich auf der Krypto-Seite abgespielt haben. Das muss man auch nochmal sehen. Das betrifft einige Hersteller, Grafikkartenhersteller, Nvidia, die dadurch profitieren, die speziell dann auch entsprechende Shortages haben. Aber wir müssen einfach mal sehen, was, wenn wir uns Zahlen anschauen von Amazon auf der Shopping-Seite und dann von den Web-Services, das ist ein Vielfaches von dem, was die Krypto-Gemeinde dort an technischen Ressourcen verbrauchen kann. Okay, also eher ein untergeordnetes Thema diesbezüglich. Eine nächste Frage an uns, Thema Fachkräfte. Wir hatten es schon ganz kurz angesprochen, dass wir in Deutschland eigentlich, ich glaube, Jürgen, du hattest auch gesagt, ideale Bedingungen auch mit Blick auf Universitäten, Hochschulen haben. Aber hier die Frage, haben wir in Deutschland die notwendigen personellen Ressourcen, um künftig wirklich eine Rolle in der Produktion zu spielen? Also ich glaube, wir haben hier einige Cluster, ob das jetzt in Sachsen der Fall ist, aber auch hier in München, wo wir durchaus eine Reihe von guten Fachkräften haben. Die Produktion selber ist jetzt nicht unbedingt die arbeitsintensivste. Ich denke, die wachsen jetzt von Bäumen, aber da glaube ich, das ist jetzt die wahrscheinlich mit der geringere Flaschenhals, um hier eine Produktion hochzufahren. Aber es müsste dort auch natürlich an Universitäten und in den Unternehmen selber, was die Ausbildung angeht, hier die Investitionen geschafft werden, damit das quasi parallel dann auch zu den Investitionen in die Infrastruktur, in die Produktionsanlagen, dann auch das entsprechende Personal da ist, um das hinzubekommen. Aber ich denke mal, die Grundvoraussetzungen sind in Deutschland zunächst mal da, das auch erfüllen zu können. Ich kann vielleicht noch kurz anschließen, das ist ja nun auch eines der Anliegen des CHIPS Act, dass man versucht, hier auch zu einer gewissen, wenn das möglich ist, Technologieführerschaft zu kommen und auch die Transferierung von Forschung dann in Produktentwicklung dann zu forcieren. Ein anderer Aspekt, den ich aber auch, also man muss das jetzt nicht unter Abwanderung von Human Capital nach USA und anderswohin abtun, aber wir sehen natürlich schon erhebliche Aktivitäten, das kriegen wir auch viel mit, an jungen Unternehmen, die ihren Weg natürlich immer noch in die USA machen und von entweder US-Venture oder auch von größeren US-Unternehmen dann entweder aufgekauft werden oder entscheidend finanziert werden. Wie blickt man in den Staaten auf dieses Thema, Herr Gamper? Naja, das Thema Human Capital in USA wird ja sehr oft, ich würde mal sagen, jetzt seit zwei Jahrzehnten, ich bin jetzt hier seit 2007 auch viel über, oder wurde viel über Immigration gesteuert, über die verschiedenen Visa-Programme, die man hat, wo man sich wirklich auch die Leute entsprechend dann aus den Regionen die Spezialisten geholt hat. Also wenn Sie in Seattle sind bei Microsoft oder im Silicon, sehen Sie immer spezifisch sehr viele Immigranten, ob jetzt aus dem indischen Bereich, aus der Softwareentwicklung etc. Ich glaube, das tut man sich, das erkauft man sich. Das hat sich auch unter Trump etwas geändert. Ja, da wurde erst ganz lautstark, wurden auch diese Programme teilweise eingestellt. Mittlerweile sind die wieder etwas mehr offen.
Insofern das Thema Human Capital, aber da glaube ich eins, auch aus der Ferne. Ich habe ja einen Gesellschafter, der im Bayerischen Wald mehrere tausend Mitarbeiter hat. Und durch die Ausbildung, die Kapazitäten, die Ausbildungskapazitäten, die man in Deutschland hat und auch das Grund-Know-how, das vorhanden ist, glaube ich, dass man sich das noch mehr zum Nutzen machen kann. Also ich bin ein Verfechter dessen, was die Ressourcen, die wirklich fantastischen Ressourcen, die in Deutschland herrschen, dass die auch genutzt werden. Und es gibt viele, viele Beispiele. Gehen Sie mal auf die Schwäbische Alb, wie viele Familienunternehmen dort sind. Ob ein Trumpfleser, ein Fester, wie sie alle heißen, die Bizerbas, also ganz viele Unternehmen, die ein hohes IP-Wissen haben, die ein hohes Know-how zur Verfügung haben und die auch noch teilweise wirklich lokal produzieren können. Da ist es mir nicht Angst und Bange, wenn man dafür sorgt, dass die Ausbildungskapazitäten, und wenn das Teil des CHIP Acts ist, dann unterstütze ich das hundertprozentig, wenn man beide diese Ausbildungskapazitäten schafft. Danke. Ja, wir biegen auch langsam auf die Zielgerade ein. Lassen Sie mich ganz kurz resümieren. Also die Chip-Krise ist vorher nicht gebannt. Wir haben die Ursachen kurz beleuchtet. Viele von denen sind mittlerweile in der Behebung. Wir bauen weitere Kapazitäten auf. Unterschiedliche Branchen suchen nach alternativen Lösungen. Ganz wichtig ist dabei auch, dass man die juristische Seite, die Vertragsgestaltung im Blick hat, um diesen Themen zu begegnen. Aber es wird auch nicht ganz so düsteres Bild gezeichnet für die Zukunft. Ein kleines bisschen das Thema der Überkapazitäten aufgrund Zyklen, die es im Halbleiterbranche halt auch gibt, in dem Elektronikbaustein-Industrie. Und alles in allem ist Deutschland und auch Europa gut gerüstet. Werden wir da jetzt immense Marktgewinne zu verzeichnen haben, Marktanteilgewinne? Ich glaube, das ist unrealistisch, aber wir sind auf einem guten Weg, hier in die richtige Richtung zu gehen und zumindest auch die Abhängigkeiten insgesamt auch zu trainieren. Möchten Sie drei noch ein Schlusswort, eine Zusammenfassung Ihrerseits kurz bilden oder geben? Oder passt das so? Gut. Dann bleibt nur, mich nochmal recht herzlich bei Ihnen zu bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu moderieren in diesem spannenden Thema. Exzellente Erfahrungen und Detailwissen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie drei, Herr Gamper, Herr von Baum und auch an dich, Jürgen. An unsere Zuhörer und Zuschauer, sollten einige Fragen noch nicht beantwortet sein, werden wir die nochmal aufnehmen. Sie können die auch noch im Nachgang an uns richten. Wir würden uns natürlich auch freuen über ein Feedback, um hier auch noch besser zu werden, dass wir solche Formate wie unseren Digital Talk zu brandaktuellen Themen auch in der Zukunft gestalten können. Es wird noch ein QR-Code später eingeblendet, den Sie ganz einfach auch dafür verwenden können. Ansonsten Dank auch an alle Beteiligten, an das rege Interesse von Ihnen und bleiben Sie uns alle auch vor allem gesund. Und damit verabschiede ich mich aus München und auch in die USA, Herr Gamper. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Herzliche Grüße nach Bayern. Vielen Dank. Danke. Schön.